Heute sind wir hier in Saint-Tropez. Ich habe auch extra die weißen Schuhe angezogen. Ich habe auch tatsächlich die erste Sehenswürdigkeit gefunden. Ein kleines Rätsel. Was hat es mit diesem Gebäude auf sich? Nein! Doch! Oh! Na? Ja, ganz herrlich. Wir sitzen hier also direkt gegenüber der Gendarmerie National und ich habe auch tatsächlich Eingeborene getroffen. Ja, Gemütlichkeit. Santé. Tschüss. Und wir trinken natürlich ein französisches Nationalgetränk. What's the name? Yes, Robert, Philippe and Cathy. Cathy? Yeah, okay, it's me, yes. Cathy. No alcohol for me. It's a very, very nice bar here. Yeah. Thank you. I like. Nette kleine Bar. Da gehe ich nochmal hin. Kalle ist leider nicht da. Vielleicht später. Ja, das ist, also ich kann echt nur sagen, Saint-Tropez ist echt ein wirklich nettes Städtchen. Ich glaube, ich komme nächstes Jahr im Sommer nochmal wieder. Echt schön hier. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez, toutes les filles. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Monaco. Monaco, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Früh am Morgen, kurz nach 9, das ist wirklich früh am Morgen. Ja, mal ein bisschen rumschauen, mal gucken. Ich bin gespannt. Tatsächlich sehr luxuriös, die Stadt hier. Also überall echt nur Nobelmarken. Fette Autos, hier Jaguar, Bentley, alles da. Also das Abgefahrene ist hier wirklich, dass es meist hier unterirdisch ist. Also man geht hier irgendwie durch den Gang, das ist wie so eine Zu-Fuß-U-Bahn und zack, auf einmal kommt man am Casino raus. Oder an der Rennstrecke oder am Hafen, also ganz abgefahren. Hier, ich zeig das mal. Ja, und wer hätte das gedacht? Auch hier wird geschissen. Ja, also echt ein schönes Städtchen, muss ich sagen. Aber nicht wirklich nicht meine Stadt so. Ist mir doch ein bisschen zu touristisch, ein bisschen zu dekadent, ein bisschen zu teuer. Buongiorno di Portofino. Ja, hallo. Es ist wieder ein neuer Hafen, wieder eine neue, komplett andere Welt. Das scheint ein nettes italienisches Hafenstädtchen zu sein hier. Ich werde mal schauen. Sieht gut aus, macht erstmal einen guten Eindruck. Ja, das ist wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Enge Gassen, netter kleiner Park hier. Ich muss ein bisschen darauf achten, wo ich hingehe. Dazu kommt noch das Schwanken vom Schiff. Aber wirklich, wirklich schön hier. Und es duftet alles nach Pinien. Herrlich. Leider hat man ständig Touristen vor sich, die mit ihrem Schleichgang, mit ihrem Schleichtempo alles aufhalten. Sogenannte Bremser. Schönes, entspanntes Örtchen. Echt herrlich hier. Portofino. Also, ich glaube, diese Stadt hat kaum Sehenswürdigkeiten, ne? Kann das sein? Doch, uns zwei. Ja, jetzt ja. Wenn wir da sind, ja. Aber zum Einkaufen ist super. Also echt, obwohl man hier nicht mit Karte bezahlen kann. Alles nur bar. Wir wollen Cash, Cash, ey, ey. So, was holst du jetzt noch? Jetzt hole ich noch ein Kabel. Und ich hole mir eine Speicherkarte oder einen USB-Stick. Herrlich. Ne? Wenn man so jeden Tag eine neue Stadt hat, das ist schon ein bisschen stressig. Das
schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Ja. Jeden Tag kommst du von einer Welt in die andere und dann wieder zurück aufs Schiff, wieder eine andere Welt, ganz anders. Ne? Und zwischendurch hier immer so telefonieren. Ja, skypen mit iPad. iPad ganz wichtig auf Kreuzfahrten. Und ich bin heute ohne iPad unterwegs, ohne Ukulele. Das mache ich später. Bis dahin erstmal Prost, aber die Ehre. Ja, wir sind hier in Civita Vecchia. Das ist irgendwie der Hafen von Rom. Ich habe mich irgendwie gerade die ganze Zeit auf Spanisch unterhalten. So, der Erste, den ich gefragt habe, wie man den Namen der Stadt ausspricht, konnte gar kein Spanisch, Italienisch, Englisch oder irgendwas. Interessant. Gut, ich schaue mal ein bisschen die Stadt an. Meine kleine Ukulele habe ich dabei. Ich melde mich später. Bis nachher. So, hi everybody, we're having a good time here in the bar, Tic Tac. You're my friends. Yeah. Bar Tic Tac from Civita, Italy. So, what's your name? My name is Brando. This is Brando, and Brando bought me a beer. And he's a big guy, so he brought me a big beer. For you, only for you, my friends. Welcome to the bar, Tic Tac. Yeah, really the coolest place here, the coolest place. It's very good. Civita Vecchia, you have to go here, you have to come here, it's really cool. So, I switch this up, drink my beer, and play another song. Play on the song. For me and for you. Bye-bye. Bye. Ja, wirklich großartig, also echt super nette Leute. Ich habe echt Spaß gehabt. Hab wieder keinen Pfennig bezahlt, hab Bier ausgegeben bekommen. Ganz herrlich, also hier komme ich wieder. Ich glaube, ich mache nächstes Jahr eine Europa-Tournee. War echt herrlich. So, jetzt geht es zurück wieder aufs Schiff. Und morgen sind wir, glaube ich, in Malta. Ich weiß es nicht genau. Aber schön. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer So, wir sind mittlerweile auf Capri, oder besser an Capri. Ich muss erst übersetzen, wir sind noch nicht auf der Insel. Es ist der 12. September. Morgen hat Geburtstag. Ich habe erst heute Abend wieder zu tun. Wir spielen an der Deckpool-Party. Und ich mache jetzt einen kleinen Landgang. Also, ein paar Gäste sind schon zurückgekehrt, die haben schon vorgewartet. Es soll total überlaufen sein, aber wie heißt es doch so schön? Capri sehen und erben. Genau. Wie ist das bei euch? Ja, kein Kommentar hier. Berlusconi wird anwesend sein, ja. Alle anderen Kriminellen auch. Ja. Hauptsache, es kostet viel. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer ist halt eben wirklich sehr touristisch, aber ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Es gibt also auch durchaus ruhige Ecken hier, zum Beispiel hier. Schöne enge Gassen, herrlich. Work in progress. Ja, hier wird auch gearbeitet, es ist wirklich busy, aber ziemlich teuer, aber nett, nett. Yes, it's true. Believe in. Sind echt schon nett kühl, die Gassen, ganz herrlich, aber irgendwie wird mir hier zu viel fotografiert und gefilmt und viel zu touristisch. Manometer ist das voll hier. Aber ich werde schon mal ein ruhiges Plätzchen finden, bin ich mir sicher. Nicht so einfach, aber ich habe es gefunden. Die nette Bank, wo nicht so viele Touristen sind, wo es ruhig ist. Das ist wirklich ein Problem hier auf Capri. So viele Leute und so überteuerte Preise. Ich gehe jetzt wieder schön runter in den Hafen, kaufe mir noch ein paar Hüte
Ja, also ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Also ich finde Capri echt herrlich. Da sind wieder viele tolle Sachen passiert. Ganz nebenbei habe ich noch schnell ein kleines Fotoshooting gemacht und ein Videoshooting. Hier, meine neuen Freunde. Das sind Osara Gina. Osara Gino. Osara Gino. Ja, herrlich war es. Mal sehen, was morgen noch so geht. Schöne Grüße aus Capri. Ah, ciao. Ciao. Ja, so kann es manchmal auch gehen. Wir hatten schlechtes Wetter. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mit dem Tender an Land gekommen bin. Und ich hatte gar keine Zeit, mir irgendwas hier von Sorrent anzuschauen. Man muss ja auch sein Internetkram machen hier, ne? Das Internet ist langsam, aber es ist da. Ich kehre jetzt zurück an Bord. Wir müssen nachher spielen.